Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dying Light 2. Ich habe einen Speer. Ich habe einen Zombie. Und ich treffe nicht. Das war ein schlechtes Intro. Zählt das irgendwie als geiles Zeug, wo man looten kann? Da ist ein Bandit. Ich glaube nicht. Ein Bandit. Ganz kurz immer nach oben klettern. Wir gehen mich jetzt ganz kurz zurück zu Hubi und geben ihm seinen Stoff da. Wird er bestimmt richtig froh sein. Nicht so tief. Ich wollte hier hin. Und dann darüber. In 70 Metern bin ich da. Was hast du denn Beeilung? Guten Tag. Gut, ist das Lagerfeuer gut? Heile ich mich da? Ich habe nichts gesehen. Lass mich einfach. Ich heile mich gerade, oder? Ja, Leute, ich heile mich am Lagerfeuer. Lol, das ist eine passive Heilungsart. Sowas gibt's ja doch. Nice. Dann warten wir ganz kurz noch, bis wir voll sind. Ja, danke. Ich gehe mal wieder weiter, ne? Die pennen auf Brettern. Also, sorry, aber mir kann keiner erzählen, dass ich nach 15 Jahren immer noch auf Holzbrettern oder Matratzen oder sonstigem Scheiß schlafen. Das kann man mir einfach nicht erzählen. Es ist doch unmöglich. Naja. Hallo. Bin wieder da. Wie geht's dem Bein? Ah, nicht besser. Aber es wird schon wieder heilen. Irgendwann. Ah, na toll. Was ist los? Ich hatte die Ehre, die Banditen zu treffen, von denen du erzählt hast. Die meinten, du hättest vorgehabt, Dodger doch übers Ohr zu hauen. Na gut, ich geb's zu. Aber es sollte nur dieses eine Mal sein. Dodger hätte nie was rausgekriegt. Und warum würde man jemanden bestehlen, der einem Arbeit gibt? Kapierst doch, ich lebe von der Hand in den Mund. Und ich dachte, nur dieses eine Mal tue ich so, als hätte er mich reingelegt und streiche einfach alles selber ein. Nur einmal im Leben was für mich haben. Und die Banditen? Ich dachte, ein Überfall macht das Ganze glaubwürdiger. Hätte nicht gedacht, dass die mir dann ans Leder wollen. Bin wahrscheinlich ein ziemlicher Idiot, oder? Scheint so. Nicht so schlau, seiner Bande zu vertrauen. Das passiert, wenn man so gierig ist. Ich bin nicht gierig, nur verzweifelt. Jetzt habe ich ein kaputtes Bein und weiß nicht, wann ich wieder arbeiten kann. Was ist eigentlich mit denen passiert? Sie haben versucht, mich umzubringen. War aber nichts. Huh. Und die Ware? Hast du die? Ich habe alles. Ich flehe dich an. Erzähl Dodger nichts. Wenn du das machst, bin ich geliefert. Bitte bring ihm alles, was du hast. Sag Dodger, dass ich wieder im Geschäft bin, sobald mein Bein wieder heil ist. Ich denke drüber nach, lol. Ich denke drüber nach. Ach, komm schon, Mann. Ohne Arbeit verhungere ich. Ich mach sowas nie wieder. Ich schwöre. Dass ich nicht lache. Nach der Nummer soll ich dir auch nur ein Wort glauben. Glaub mir, ich habe meine Lektion gelernt. Sowas mache ich nie wieder. Mal safe. Naja, aber komm, wir machen es trotzdem. Bring die Lieferung zu Dodger. Der ist auch irgendwo da rechts, ne? Ja, der ist. Ja, easy. Was waren diese 1-2 hier? Post, Nebenquest. Finden Sie Marco, den Wasserlieferanten. Finden Sie Hans, den Jäger, der bevor er das vergiftete Wasser trinkt. Ja, das ist jetzt schon ein paar Tage her, der hat bestimmt schon längst getrunken, aber ist nicht unser Problem. Geschichtsstunde, erreichen Sie den Denkmalsplatz, bla bla. Finden Sie Timur. Alter, ich habe irgendwie gerade keinen Bock mehr von Nebenquests, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sind mir zu viele. Ich bringe die Nebenquests jetzt hier ab. Bringe weg und mache dann hier die beiden. Und gehe dann zur Hauptquest. Ja, also ab zu Dodger. Weil es mir so, ich weiß nicht, so Nebenquests kann man so irgendwie so 4-5 Stück maximal machen, dann reicht's auch wieder. Dann lieber die Hauptquest. Was haben wir da unten? Zwei solcher Karren? Ja, gucken wir mal rein, würde ich sagen, oder? Moin!
Hoppala, den habe ich jetzt irgendwie zurückgesehen. So. Lass mich raus. Putz, Junge. Kurz heilen, weil es kommt von Stelle an. Es sind gerade ganz schön viele hier. Zugegeben sind das gerade ganz schön viele Zombies hier. Aber ich muss unterschätzen. Oh oh. Boom. Ist noch eine Lärmquelle. Nice. Auch so ist wieder leer. Der Dicke ist auch da. Wir bleiben die Schnellen. Links kommen gerade ein paar. Ihr Pfeifen. Okay. Ich muss mal ganz kurz looten, bevor die verschwinden. Alles gut, easy. Ganz kurz die looten gehen, die Jungs. Weil die haben diese komischen Trophäen, die brauche ich halt, weißt du? Oh, Entschuldigung. So. So, der ist auch down. Easy peasy, gar kein Problem hier. Meine Güte, okay, ich muss zugeben, das war echt ein dicker, fetter Haufen hier, krass. Da waren eine Menge Leute unterwegs. Zwei Explosionen. Okay. Mein Gott, da kommen schon wieder neue Zombies. Was ist denn los mit euch? Okay, der Dicke geht jetzt mit fetten Angriff rein. Na komm, stirb doch bitte einfach. Da kann ich auch auf dich eintreten, dann mach ich bestimmt nicht noch mehr Schaden oder so. Oh Gott, null Damage quasi. Ja, die sind nervig, die Typen. Die geben sehr viel aus. Aber geht schon. Und hat dann nicht was dabei. Oh Leute, hi. NPCs auch noch? Meine Güte, Jungs. Noch mehr Leute. Oh Scheiße, das wollte ich nicht. Nein! Oh, ungünstig. Ja, dann lassen wir mal ein paar neue Leute angerannt kommen. Ist schon okay. So, wo ist er der nächste Schnelle? Ich wollte gerade schon sagen, hat das überlebt jetzt oder was? Den Speer in seine Fresse oder was? Als ob. Hab ich noch einen Speer? Nee. Ja, gut. Die Speere mit Zombies gefallen mir echt gut. So. Habe ich jetzt alle gelootet oder gibt es noch mehr? Meine Güte. Ich habe immer noch nicht diese werfbaren Gegenstände versucht. Egal. Irgendwann nutzen wir die schon.
Hä? Okay, ich finde gerade den Punkt nicht. Ja, ist kein Problem. Machen wir noch ein paar Mal. Hä? Ach, hier oben links ist der. Aha. Ich hab mich gerade schon gefragt. Ey, Junge, wo ist der? Ich höre einen Zombie wieder angelaufen kommen. Muss das sein, Kumpel? Eieiei. Kann ich den auch noch looten, bitte? Ich meine, ich hab's verdient nach dem Aufwand hier, oder? Ja, schade. Alter, ist jetzt gerade echt ein bisschen schwierig. Alter. Okay, fangen wir mal ganz rechts an. Okay. Als ob. Also, jetzt wird's aber hier, ne? Danke. Schwierig, du. Muss ich ein paar neue Dietrich herstellen jetzt. Okay, ganz viel Zeug. Was ist denn jetzt passiert, Junge? Holy shit, was ist denn jetzt passiert? Holy shit! Warum hat's denn jetzt hier so ein krasses Bumm gemacht? Wo kommen die jetzt auf einmal her und warum? Ach, wahrscheinlich haben die das runtergeworfen, ha? Huh? Na gut, das sind einige Trophäen, nehme ich mit, ne? Danke. Trotzdem kann es jetzt sehr unerwartet. Hä? Ich hab doch mehr getötet als die. Ah, der. Weißt du was, ich craft mal ganz kurz was hier, bevor meine Waffe kaputt geht. Die kriegt jetzt noch am Schaft, ich habe gehört ein bisschen, was ist ein Schleuder nochmal? Ah, Detonation, komm, das kriegen wir jetzt mal hier drauf. Und am Griff kriegst du Verstärkung. Oder was? Nee, mehr Schaden. So. Fertigung, mal ganz kurz ein paar Dietriche anfertigen, weil ich habe mich leider ein paar kaputt gemacht, das war jetzt ein bisschen doof. Aber gar kein Problem, so teuer sind die nicht. So, haben wir da ein paar. 15 Stück machen wir mal so. Perfekt. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt mal so einen Tauschkörper benutze? Ich will jetzt mal so ein Dings nutzen. Pass auf. Suchst du Ärger? Okay, jetzt zählt aber nicht als Lärmquelle. Warte. Fang mal. Ich habe keine Heilung mehr. Oh, hoppala. Nehmen wir mal die kleine Heilung. Ja, das wollte ich machen auf jeden Fall. Danke. Heilung. Kurz reinziehen. Oh, die kommen jetzt gerade in meine Richtung. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann kann ich ihn erstmal persönlich eins über den Latz ziehen. Oh, lol, Alter, das hat sich gedacht. Tschüss. Nimm das. Oh, er kommt wieder hoch. Ich dachte, du bist runtergefallen. Ich hab was für dich. Kriegst du es geschissen? Kriegst du es geschissen, tot? Tschüss. Ich glaube, ich habe was gefunden. Mhm. Nochmal ganz kurz looten gehen. Den Armen. Ein bisschen Geld. Was will der denn hier? Ich habe gerade eine Freundin gebracht. Das will ich. LOL.
Was war das denn für ein geiler Kill, Junge? Ich habe ihn auf seine Beine geschlagen, er fliegt nach oben und ist down. Ja, ärgerlich. Tja, so ist es halt, ne? War ein interessanter Platz hier. Sehr, 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 sehr viel Action gefühlt. Lol. Hä? Alter, was ist das hier für ein Gebiet, Junge? Bisschen buggy war es jetzt aber auch da. Oh. Achso, der ist tot. Ich wollte ihn gerade retten. Ja, ärgerlich. Oh, lol. Vielleicht macht's bumm. Batz. Lol, er geht durch beide durch. Stark. Na, wo bleiben sie denn? Alter, wie sie weggescheppert hat. Na, wo bleibt er denn? Bitte lasst mich frei. Bitte lasst mich frei. Irgendwie hängen die Schnellen da gerade fest ein bisschen. Ich komme euch mal zur Hilfe. Okay, ich hänge gerade selber ein bisschen fest. Ich glaube, denen geht's nicht gerade so gut. Er ist einfach gestorben. Das ist ja ärgerlich. Für dich. Cool. Merken wir also, wenn Zombies festhängen, sterben die irgendwann einfach. Nett. Meine Güte. Was ist denn ja schon wieder los, ey? Viel zu viel Unterbrechungen gerade hier. Ich wollte doch eigentlich nur kurz irgendwie... Ich weiß gar nicht, was ich genau machen wollte. Ach genau, ich wollte zu Ruby. Hoppala. Oh, hi. Jetzt gibt's ja noch einen Hemmstoffbehälter. Ganz viel Kamille. Sehr schön. Oh, jetzt ordentlich Kamille. Sehr, sehr gut. Alter, wo bin ich ja eigentlich gerade? Ach, ich bin ja fast wieder da, wo ich sein wollte. Cool, ich bin fast wieder über die Grenze gegangen hier. Dann drehen wir mal ganz kurz durch. Ah, ne, in die andere Richtung. Scheiße. Falsche Richtung gelaufen. Egal. Dann war ich ja hier sogar ganz schön richtig. Cool. Wusste ich gar nicht. Hemmstoffbehälter erkannt. Du erkennst einen Hemmstoffbehälter an 37 Metern. Wo? Ach so. Hemmstoffbehälter erkannt. Ja, Selbstmord erkannt, Junge. Komm ich hier hoch? Oh ja, Tatsache. Sehr angenehm. Hat gereicht. Easy. Da sind wir wieder. Zurück in unserem Gebiet. Für Sophie arbeiten interessante Personen. Ein Pilger zum Beispiel. Seid hier drin bitte leise. Es ist für die Kinder schwer genug, sich zu konzentrieren. Ja, als ob die jetzt nicht genug Zeit zum Lernen haben. Also sorry. Ich will jetzt ja nicht irgendwie gemein sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass hier so viele andere Sachen, haben, die sie ablenkt. Ach, keine Ahnung. Tja, ja. Da haben wir es geschafft. Was für ein krasser Umweg es insgesamt eigentlich war, ne? Nun ja. Hallihallo. Bazar. Die Karte war gut für mich. Ich konnte nicht anders. So, Meister, ich hatte was für dich. Hey, was hast du für mich? Na, erstmal habe ich die Filter hier gefunden. Gut. Nicht gerade ein Sechser im Lotto, aber ich verkaufe sie und streiche einen schönen Gewinn ein. Was ist hiermit? Eine Flasche Cognac und eine Kiste Zigarren. Genau meine Kragenweite. Siehst du, ich habe doch gesagt, in der Militärbasis gibt's was Wertvolles. Siehst du, Urban? Habe ich ein Näschen für gute Sachen oder nicht? Arschgeil. Da wir von Ärschen reden, was wollte Hubert? Vor mir kneifen, stimmt's? Ich habe ihm geholfen und hier ist sein Kram.
Hubert versucht sich zu bescheißen. Ja, komm. Na, Hubert hat sich das Bein gebrochen, also habe ich die Vorräte für ihn besorgt. Er sollte zum Arzt. Zumindest sollte mal jemand nach ihm sehen, während er wieder auf die Beine kommt. Ja, er braucht definitiv einen Arzt. Ja, aber nicht fürs Bein, ja. Du weißt ja, wie es heißt. Vertrau auf Gott. Aber bricht einem Kamel die Beine. Nur für den Fall. Guten Tag. Oh, er klippt erstmal da durch. Cool. Der Psycho arbeitet für dich? Tja, doppelt hält besser. Du wolltest mich umlegen? Wer redet denn von umlegen? Ich habe Klaus nur gesagt, er soll die Beute holen. Er ist manchmal ein bisschen übereifrig. Du Drecksack. Komm schon, schmoll nicht. Nimm dir ein Beispiel an Klaus. Er ist nicht sauer, dass du seine Freunde umgelegt hast. Natürliche Selektion. Du warst einfach stärker als sie. Du warst mir einfach nützlich. Ich wusste deswegen nicht, wie ich an Ruby rankomme, und dann kamst du. Ich habe gewartet, bis du weg warst und habe ihn dann mal besucht. Was hast du mit ihm gemacht? Er hatte schreckliche Schmerzen wegen seinem gebrochenen Bein. Also habe ich ihm das andere auch noch gebrochen, zum Ausgleich. Das passiert, wenn man Dodger bescheißen will. Bist du total übergeschnappt? Hey, bleib mal schön auf dem Teppich. Duralex, Sedlex. Wir leben in gnadenlosen Zeiten, also muss auch das Gesetz gnadenlos sein. Er hatte seine Lektion doch gelernt, er wollte es nie wieder tun. Ach ja? Bist du dir da sicher? Hast du eine Ahnung, wie viele Leute der Halbaffe schon beschissen hat? Leute, die einfach nur überleben wollen. Die ihre Familien ernähren müssen. Dass der mal in Schwierigkeiten kommt, war seit langem klar. Er hat bekommen, was er verdient. Und er zieht niemanden mehr über den Tisch. Denk dran, Regeln sind Regeln. Die ganze Welt geht den Bach runter, da brauchen wir sie umso mehr. Ohne sie wären wir nicht besser als ein Haufen Ratten. Das nennst du Regeln befolgen? Deine Regeln? Das lasse ich dir nicht durchgehen. Ich erzähle Karl alles. Karl, warum will das Spiel mich in so eine Petzenrichtung bringen? Ich weiß zu viel über ihn. Ich weiß zu viel über jeden. Selbst Lukas hat mich respektiert. Wer meinst du steckt hinter seinem Tod? Barney? Sophie? Barney und Sophie sind doch nur zwei Gören, die in einem viel zu großen Sandkasten spielen. Andererseits sind sie vollkommen durchgeknallt. Man weiß nie, was für Schwachsinn denen einfällt. Ich weiß nur eins. Wer zu neugierig ist, darf sich nicht wundern. Danke für dein Mitgefühl, aber das kannst du dir sparen. Ich habe dein Potenzial von Anfang an erkannt. Aber ich musste rausfinden, mit wem ich es hier wirklich zu tun habe. Such dir nächstes Mal einen anderen Dummen. Ich denke, wir sehen uns, Aiden. Kann ich den anderen bitte trotzdem einfach umbringen? Einfach aus Prinzip? Fände ich eigentlich fair. Handeln. Oh, nicht schlecht. Geschraubte Keule, okay. Metallsäge. Zeug. Ich kann für 2000 Sachen verkaufen. Machen wir. Da ist wieder ein bisschen Geld in der Kasse. Sehr schön. Hier, bitte. Mein teurer Nerz. Oh, du bist wirklich ein Geschenk des Himmels. Lola ist wieder komplett. Du verdienst eine Belohnung. Soll Lola dich mit einem Lied belohnen? Nein, danke. Ich muss wirklich los. Wie schade. Wie gerne hätte ich meinen tapferen Helden bezirzt. Nee, bitte nicht. Du verdienst ohnehin eine bessere Belohnung als nur ein Lied. Nimm das mit Lolas tiefster Dankbarkeit. Ja, okay, ein Gegenstand. Der wird jetzt bestimmt nicht so krass sein, oder? Komm schon, das ist eine richtig übertriebene Waffe sein. Okay, Stufenaufstieg. Ah, nee, war ja nur Geld. Ich hab's ja vorher gesehen, was man dafür kriegt. Ja, egal. Ist auch schön. Bisschen Kohle ist immer gut. Erklärten Sie den Vorsprung, selbst wenn Sie keinen Ausdruck mehr haben, bla bla. Nutzen Sie Hindernisse als Sprungbrett und springen Sie weiter.
Ja. Wenn ich auf irgendein Hindernis drauf zulaufe. So. Sie können hier keine Waffen verwenden. Ach. Sag nicht. Dann gehen wir mal dahin. Wo bin ich jetzt hier? Ach, genau, da war der Ausgang. Das zeigt nur einmal mehr. Niemand ist sicher. Doch, ich bin sicher. Immer. Ich bin der sicherste Typ, der hier überhaupt existiert. Wir können keiner was anhaben. Haben wir da gerade gesehen. Was ist mit dir denn los? Was nutzt denn so die Autos durch? Ich glaube wohl kaum, dass das Auto, was direkt neben der... Okay. Was direkt neben der Basis ist, noch irgendwas in sich hat, was brauchbar ist. Huch. Oh, hier ist eine Beerdigung. Nimm Erika und ihr auf. Erika. Entschuldigung. Hab ich gerade die Beerdigung gecrashed? Oh ja. Cool. Alter, hat sie weggepfeffert. Okay, dieses Upgrade ist mega gut. Ja, jetzt hab ich ein Problem. Der ist doch schon längst tot. Entspann dich mal. Pumpe. Zack. Oh, da hab ich leider nur angestoßen. Machst du nichts? Na, NPCs? Hier seid ihr überhaupt gar nichts, vielleicht zu den anderen gerade. Ja, Lappen. Alles Lappen. Easy. Haben wir. Du jetzt bitte die Klappe hier, dich befreie ich gerade. Noch ein Questgeber, meine Gott, noch eine Nebenquest. Das ist halt so ein Ding, was ich bei Open World Spielen immer so ein bisschen schwierig finde, wenn man so viele Nebenquests hat, dass man von der Hauptstory eigentlich kaum was mitbekommt. Deswegen mache ich jetzt auch nur so ab und zu vielleicht mal. Ich habe gehofft, sonst ist das zu viel, meiner Meinung nach. Genau zu sein. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Rahim. Rahim. Ich betreibe Sparker. Die erste postapokalyptische Partnervermittlung. Okay. Ich Partnervermittlung? So ein kleines Techtelmechtel wäre schon nett, wenn du weißt, was ich meine. Sag mir. Oh, ich erkläre es gerne. Bring dich auf den neuesten Stand. Gut, ich gebe zu, ich habe dir schon eine Karte gemacht. Wow, was? Ich habe ein Profil für dich erstellt. Ein Profil auf einer Karte. Wozu um alles in der Welt? Tja, das ist mein Job. Die Welt ist vielleicht untergegangen. Und die meisten unserer Liebsten haben sich in blutrünstige Monster verwandelt und ziehen durch die Straßen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen nicht mehr einsam sind. Ich meine, scheiße nochmal. Genau aus diesem Grund sind die Leute heutzutage einsam. Also damit ich das richtig verstehe, deine Karten helfen den Leuten, sich zu treffen? Im Grunde ja. Leute, die andere Leute treffen wollen, kommen zu mir und ich zeichne sie. Darin bin ich echt gut. Zumindest sagt man das. Dann kommt ihr Porträt auf die Karte und die hänge ich an die Dating-Tafel. Wenn jemand Interesse zeigt, sagen sie mir Bescheid und voila! Die Romanze kann losgehen. Nicht immer für lange. Aber das ist wohl was, was sich nicht geändert hat. Aber im Moment habe ich Riesenprobleme. Und brauche unbedingt Hilfe. Ja, natürlich. Der Klassiker. Ein Scheißkerl versucht mich zu imitieren und hat dann Sparker-Karten gefälscht und dann in der Stadt verteilt. Das ist Urheberrechtsverletzung. Oh das Gott. Ruiniert meinen Ruf und verwirrt meine Kunden. Jemand muss für mich diese gefälschten Karten zusammenklauben und wieder zurückbringen. Ist ja eine Katastrophe. Gehört, talentlose Mistkerl Datenschutz in der Zombie-Apokalypse. Also lässt er mich in Ruhe. Und ich habe die meisten der gefälschten Karten gefunden. Aber... zwei Stück habe ich nicht wieder in die Finger bekommen. Bring sie mir und du kriegst die Karte, die ich für dich gemacht habe. Schau dir die Karte an der Wand an. Ich habe die möglichen Positionen der gefälschten Karten markiert.
die wahrscheinlich zu 100% genau treffen, aber hey. Heute tritt Karl nicht mehr auf, aber... Okay. Ah, cool, das war's auch. Was haben wir denn da unten? Ach so, Leute, ich hab noch die Belohnung. Hab ich wohl vergessen. Hi. Ich komme gleich runter, wenn ich es schaffe. Danke. Tschüss. Kommst du eben ganz kurz so ein Haus runtergehüpft? Dum, 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 da bin ich wieder. Riechst du das, Pilger? Der Geruch von Teig, der im Ofen aufgeht? Ist das nicht himmlisch? Ja, das ist schon echt ziemlich cool. Das muss ich dir recht geben. Oh, noch so ein geiler Ort hier. Was war das? Zombie. Ich habe jetzt direkt neben dem Ding hier nicht mit Zombies gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass jetzt hier sowas ist wie... Naja, Leute, die einfach ganz normal hier ernten oder so. Naja. Huch. Dum, 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 dum. Noch ein bisschen Lavendel. Super. Ich will nicht zurückgehen. Ich wollte eigentlich woanders hin. Ich wollte ja... Jetzt sind die Karten auch noch hier in der Nähe. Ja, komm. Warum auch nicht? Kann ich hier runterhüpfen? Man kann nie da runterhüpfen, wenn man will, ne? Oh Gott, zu tief. Egal, überlebe ich. Nicht mehr Damage. Nice. Immer noch unter mir? Oh, nee. Wer geht's denn in den Untergrund? Hey, schau dir das an. Erste Mal besser nicht du hergekommen, Arschloch. Alter, hat's den zerlegt. Alter, dieses Wegspringen der Gegner ist, glaube ich, das Stärkste, was es da gibt. Ey, ohne Scheiß. Das ist ja mega geil. Scheiß auf die ganzen Effekte, ey. Das ballert ja richtig. Okay. Fang. Okay, nice. Ey, stirbst du bitte mal? Lol. Lol. Ich hab mich gerade teleportiert. Das ist ja frech. Da will noch jemand Hilfe haben. Klassiker. Hallo? Nein, ich will das jetzt nicht machen. Flieg, komm schon, flieg! Hm. Halt nicht. Plonk! Plonk! Alter. Pass auf! Jetzt hab ich dich, du Arsch! Putz, Junge! Komm schon, einmal richtig reinballern! Oh, der hat's umgehauen. Jawoll! Ach, geil. Ich liebe es einfach. Okay, komm, machen wir mal die Kiste auf. Also ich muss sagen, jetzt gerade habe ich irgendwie nicht so ein Glück in dieser Folge hier. Schwierig. Oh, was ist das denn? Ach, ein Tischbein. Oh. Ich dachte jetzt, was voll cooles gewesen ist, nur ein Tischbein. Asporfin. Ich höre jetzt einen Hund da, ist das witzig. Mo! Scott! Da müssten die eigentlich an der Oberfläche sein, Mo, nicht unten, oder? Scott! Oder sind die echt da drin? Wir haben ihn fast.
Okay. Ich versuch's, aber ich doch hier nicht durch. Einfach an den Nachbarn, Batz. Ah ja, da war nur der Durchgang, hoppala. Ach, hier in dem Ding sind die drin, oder was? Ach so, lol, ja, hier war ich schon mal drin. Das ist entspannt. Hi. Scott, deine Mutter hat mich geschickt. Wo ist dein Bruder? Wir haben gespielt und dann ist der Hund weggelaufen und... Mo! Ja, lass mich raten, ich helfe dir. In welchem Stockwerk? In welchem Stockwerk ist Mo? Zweiter Stock, nein, dritter oder vielleicht vierter. Ich weiß nicht. Bitte, hilf meinem Bruder. Ja, safe, geh zurück zum Bazar. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich. Pass auf die Infizierten auf. Ach so. Na dann. Da wollte ich eigentlich gerade nicht aufpassen, aber hey. Was machst du denn jetzt? Was war das denn jetzt für ein Dings? Hey, warum hat er sich jetzt so gerade so hingekniet? Okay. Lecker. Gib die Arme. Moment, Ausdauer. Ausdauer. Haben wir. Vielleicht habe ich auch alles besondere Zombies jetzt hier, weil es die schnellen waren. Das ist sehr gut. Oh, was hat der da gehabt? Das Geld? Ah. Okay. Komm, erst schlagen. Dann wieder. Meine Waffe ist fast im Arsch, das gefällt mir nicht. Dann war es das mit der legendären Waffe. Sehr ärgerlich. Naja, machst du nichts. War ich nicht hier schon mal drin, um diese einen Dings zu töten? Aber anscheinend ist es doch andere Militärdings. Ich dachte, es wäre das gewesen, wo ich mal diese Typen da in ihrem Zuhause quasi vernichtet habe, aber ist anscheinend was anderes. Naja. Habe ich mich wohl geirrt. Aber den kleinen Jungen da, den retten wir hier trotzdem easy peasy. Aber wir lassen uns dabei viel Zeit. Eilt er nicht. Okay, dem geht's auch nicht mehr so gut, den Typen. Und den habe ich jetzt auch schon locker dreimal so gesehen, den Typen, aber hey. Ach so, hi. Alter. Tschüss. Cool, eine Kiste. In Blau. Nimm mich. Ja, die Kisten sind ja leer. Was ist das denn für eine Verarsche? Frech. Ganz ruhig. Hallo. Alles gut. Du bist in Sicherheit. Es ist da draußen. Es hat uns angegriffen. Der Hund hat uns gerettet. Armer, kleiner Hund. Und wir... Dir geht es gut. Und du bist in Sicherheit. Alles klar? Schau mich an. Deine Mutter hat mich geschickt. Sie sucht euch. Komm raus. Es ist wieder da. Ich komm nicht raus. Tür zu. Schnell. Es klingt nach so einem Großen. Gut. Bleib hier. Ich sehe nach. Geh nicht weg. Lass einfach die Tür zu. Ach, da ist der Hund. Lol. Hi. Der scheint aber keine richtige Wunde zu haben. Das ist gut. Ja, ist ein bisschen großer.
Kann ich eigentlich nicht irgendwas auf dich werfen, was Damage macht? Keine Ahnung. Ich meine, der Große kann jetzt nicht so viel. Aber meine Waffe ist halt auch kaputt, ne? Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ah, na gut, dann halt so. Hoppala. Schwierig. Ach, das ist doch ein Speier. Ja, der muss weg. Okay. Moment. Entspann dich bitte mal ganz kurz, Jungs. Hast du meinen Heiler abgebrochen, du Schwein? Ich treffe ihn nicht. Warte mal ganz kurz, bitte. Ich muss mal eben kurz. Kannst du von mir weggehen? Meine Güte. Was ein nerviger Typ. Die Waffe ist viel zu langsam mal wieder. Okay. So, jetzt. Da war eine Wand hinter mir. Schön. Die können nicht geblockt werden, zum Ausweichen. Ach so. Cool, und da hing ich an ihm selber fest. Ja. So, haben wir. Oh, jetzt haben wir. Ah, es war anstrengend hier drin. Gebe ich zu. Und wo kommen die jetzt so spontan her? Aus welcher Ecke? Willst du mir jetzt erzählen, dass ich irgendein Loch kurz mit ihm gequetscht hat? Ganz spontan? Mal eben so? Weiß ich jetzt ja nicht, ne? Ah ne, genau andersrum, lol. Genau, da hoch. Tja, ja. Nicht, was ich hin wollte, aber geht trotzdem. Dann gehen wir ganz kurz den kleinen Jungen aus dem Schrank holen. Okay. Hallihallo. Komm da raus. Es ist vorbei. Du bist in Sicherheit. Bist du sicher? Ist das wirklich tot? Ja. Was hattet ihr beide hier eigentlich zu suchen? Gute Frage. Wir sind nur rumgelaufen. Und wir haben das Bellen gehört. Und sind rein. Aber dein Bruder sagte, ihr hättet mit dem Hund gespielt. Und der ist dann da reingelaufen. Ja, das meinte ich doch. Was auch immer passiert ist, ich werde dich nicht dafür verurteilen. Mo, was auch immer du gemacht hast, ich verurteile dich nicht. Jeder macht Fehler. Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit. Wir sind hierher, weil der Hund, er hat das Ding angegriffen. Buddy hat uns gerettet. Sonst wären wir... Wir können nichts mehr für ihn tun. Du verstehst nicht. Es ist unsere Schuld. Wir haben ihn hier reingescheucht, weil wir ihn gejagt haben. Warte, gejagt? Den Hund? Warum zum Teufel jagt ihr einen Hund? Für Mama. Für ihren Geburtstag. Wir haben gar nichts. Wir haben nicht mal was zu essen. Aber wir wollten nicht, dass sie hungert. Nicht an ihrem Geburtstag. Und als wir den Hund mit diesem Jungen spielen gesehen haben, mit Dominik, da, naja, hatten wir halt eine Idee. Boah, sowas finde ich eine schwierige Entscheidung. Eigentlich wäre ich jetzt hierbei, aber... Eigentlich finde ich ein bisschen komisch, weil man sieht auch keine richtige Verletzung. Aber egal, komm hier. Dreh dich um und schau nicht her. Ach so, hat er eben ganz kurz spontan gefunden. Mhm. Und ich wette mit euch, dass diese Szene dürfen sie nicht richtig zeigen. Geht zurück zu eurer Mutter. Weil es sonst wahrscheinlich indiziert worden wäre. Weil Zombies und Menschen, alles kein Problem. Aber das hier, das wäre zu viel gewesen. Wetten? 100 pro.
Hä, ist der jetzt ganz spontan einfach rausgestürmt oder was? Safe. Ja, ja, die NPCs sind hier schon echt sehr, 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 sehr nachvollziehbar auf jeden Fall. Warte, wo bin ich jetzt gerade hier? Da, okay. Was ich jetzt machen werde, ist, ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich heute doch ins Bett. Weil wir haben mittlerweile, ich kann es euch eben zeigen, 1.44 Uhr, ganz leckere Uhrzeit. Aber für mich reicht es tatsächlich heute. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.